Bereits seit letzter Woche sind die Frauen des VfL Wolfsburg wieder voll im Training. Derzeit in ihrer Basis am Elsterweg schafft das Team die Grundlagen für eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde, in der man noch in 3 Wettbewerben vertreten ist. Leistungsträgerin Babette Peter resümiert die erste Trainingswoche. Ja, natürlich ist es anstrengend, wie jede Vorbereitung. Gerade die letzte Woche, also die war sehr intensiv. Hatten uns dann einen freien Sonntag verdient. Ja, da ist man jetzt ein bisschen frischer in der zweiten Woche, aber nichtsdestotrotz ist es harte Arbeit und ja, ist sehr anstrengend. Zu jeder ordentlichen Vorbereitung gehört natürlich auch ein Trainingslager. Vom 25. Januar bis 5. Februar reist die Mannschaft von Ralf Kellermann nach Portugal. Die Vorfreude auf die doch etwas wärmeren Temperaturen sind, auch wenn harte Arbeit auf dem Plan stehen wird, durchaus gegeben. Also ich freue mich sehr auf die warmen Temperaturen, auf die Sonne. Ist natürlich, macht viel mehr Spaß zu trainieren. Wenn es ein bisschen wärmer ist, ja, man hat tolle Rasen, gute Bedingungen in Portugal, deswegen freue ich mich sehr auf nächste Woche. Aus Portugal wird sich Wölfe TV natürlich auch für euch melden und unseren Frauen einmal mehr bei ihrer Vorbereitung auf die Rückrunde über die Schulter schauen.